So, ich habe dran gedacht, Licht anzumachen. Die nächste Folge wird also wieder etwas heller. So. Ob das irgendwas Gutes ist für euch, weiß ich gar nicht. Ich meine, eigentlich ist das dunklere als eher so geilere Atmosphäre, aber kann ich da gleich ohne Kamera spielen, weil man sieht dann mein Gesicht kaum noch. Weil dadurch, dass das Spiel selber auch sehr dunkel ist, bedeutet das halt auch mein Gesicht kaum so. Ja, egal. Auf in die Tür. Oh, ich habe übrigens vergessen, früher vorher den Safe-Punkt anzulegen. Mal noch schnell machen hier. Am besten mal vor der Tür. Oh. Safe. Das war 29. So, jetzt aber. Hier geht's noch weiter runter. Das gefällt mir. Es ist hier insgesamt erschreckend ruhig alles. Ne, vorhin, wo wir da diese 20 Viecher damit einmal erledigen mussten, wo wir 50 Schuss verbraucht haben, da war so einfach so eine riesige Horde. Und seitdem aber gar nichts mehr. Da ist ein Syringe. Oh, da ist eine Axt, die so ist da, so ein Axtstiel. Eine Axt am Stiel, oder wie es immer heißt. Oh, die alten Katakomben. Nice. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Da ist geschlossen. Ich nehme auch gleich mal mit. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube, sobald man einen Schalter aktiviert hat, kam irgendwie Monster oder irgendwie sowas. Oder wenn man alle Schaltungen gelegt. Oha. Da kann eine Falle sein. Okay. Also liege ich mit der Falle gar nicht mal so falsch. Wodka. Let's go. Hier ist gar kein Schalter. Das ist ja auch ein Tor. Oha, okay, es könnte also sehr haarig werden. Gut. Dann zwei remaining. Ein remaining. Oh! Wir sind in einem neuen Level? Aber unser ganzes Stuff am Spawn. War irgendwas Wichtiges dabei? Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles am Spawn hatten. Naja, wir sind da so schon recht voll. Okay. The pumps are working. Now get back to the coastline and descend through the catacombs. Wir sind doch wieder zurück, aber warum sind wir denn in einem neuen Level? Wait a second, ich speichere mal kurz. Ah ne, guck mal, wir sind immer noch in Cross. Ah, okay, es ist doch noch das gleiche Level. Lol, ich dachte pro Chapter ein Level. Das ist scheinbar auch geändert. Weil eben, früher gab es hier nicht dieses, dass es schwarz wird und ein neues Chapter kommt. Das scheint dann also eine Map zu sein, wo mehrere Chapter drin sind. Wow.
Okay. Das heißt, wir können doch wieder zurück. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Aber wir können davon ausgehen, dass wieder Monster gespawnt sind. Immer noch locked. Ja, hier sind immer noch Dosen, die wir gerade befreit haben. Es ist also definitiv immer noch die gleiche Welt. Aber ich schätze mal, dass wieder Monster gespawnt sind. Ich glaube, solche hat man noch gar nicht gesehen, oder? Also ich kenne die. Und die gab es auch früher in diesem Level. Aber ich glaube, für uns jetzt sind sie relativ neu, kann das sein? Ich dachte zuerst, das war ein Geist, deswegen habe ich die Waffe genommen. War vielleicht gar nicht so intelligent. Weil es ganz schön viel Munition verbraucht hat. Wir haben immer noch 143, okay. Aber ich wechsle lieber auf die Schrotflinte. Jetzt ist natürlich diese Ruhe, ne? So gerade eben, ultra trügerisch. Gerade eben war ja alles ruhig und jetzt, ne? Deswegen ist man so in der Mut, okay, einfach durchlaufen. Und dann kommt genau sowas. Also immer schön die Augen offen halten. Ich gucke nur, ob sich irgendwie irgendwas geändert hat. Irgendwelche Secrets aufgetan haben oder so. Oder welche Monster respawned sind, die in den Rücken fallen. Man kennt es ja. Wobei, die spawnen auch einfach so mit dem Weg. Ne? Aber haben wir auch schon erlebt. Zum Glück bisher nur einmal. Ich hoffe, das war wirklich die einzige Ausnahme. Denn ansonsten fange ich an zu hassen. Ich mag diese Ruhe nicht. Okay, ein Schuss reicht. Sehr geil. So, hier kommen wir jetzt genau. Das wäre jetzt die Stelle, aber hier ist auch nichts respawned. Wo es aber lang geht? So Nerven aufreiben, wenn es so ruhig ist. Vor allem Action ist das eine. Aber gerade wenn es halt wirklich ruhig ist, und aber die ganze Zeit davon ausgeht, gleich kommt was, gleich kommt irgendein Jumpscare, gerade dann macht dich die Ruhe erst eher noch aufgeregter. Ah, hier muss man lang. So, dann sind wir aus dem Pumpstation-Bereich wieder raus. Oh, Alter, wenn jetzt hier irgendwelche Monster nachgespawnt sind, eine gute Nacht. Also nicht nachgespawnt, hier war ja vorher nichts. Aber wenn jetzt hier irgendwas gespawnt ist, dann gute Nacht. So, wir sind jetzt hier. Jetzt ist die Frage, die Pfeile gehen ja alle immer nur in eine Richtung. Wie kommen wir jetzt von dem Pump Station wieder zurück? Ach, da, ich glaube, dafür steht da dieses Start. Wir müssen einfach nur irgendwie den Weg verlassen
Und sobald wir irgendwie den Weg verlassen, landen wir immer wieder beim Start. Kann das sein? Weil wir haben ja beim Warenhaus waren und danach links oder rechts gelaufen sind, wurden wir auch schwarz und sind auch wieder zu dem Startpunkt gekommen, wo wir diese beiden Symbole, also wo wir zwischen den beiden Dingern hier standen. Vielleicht ist das damit gemeint. Ich dachte gerade schon wieder, da hinten ist schon wieder so eine Statue. Ich dachte gerade schon wieder, das ist so eine Frau. Oh. So, dann laufen wir einfach mal hier in die Richtung. Einfach mal irgendwo random hin. Das hat ja gut funktioniert. Okay, also springen können wir. Das war's dann auch schon. Oh, jetzt können wir nicht mehr springen. Ich hätte nicht crouchen dürfen. Help me. Help me, Stepbrother, I'm stuck. Gut. Deswegen speichere ich Antoine. Gehen wir mal in die Richtung. Der gibt's doch ja nicht. Ah, okay. Die Frage ist, wo bin ich jetzt? Wir sind immer noch bei der Pump Station, oder? Gut, ich laufe einfach mal so lange hier im Wald rum, bis wir hier irgendwann mal... Aha! Am Ausgangspunkt angekommen sind. Easy. Okay, das ist also wirklich gut gemacht. Wenn du dich verlaufen hast, kommst du zum Glück zumindest immer wieder zum Ausgangspunkt. Und wenn du dann diese Map hast... Aber was machst du, wenn du die Map nie gefunden hast? Digga, oder... Und der Map ist halt komplett aufgeschmissen. Weil so ein Weg hier, den errätst du halt auch nicht. Und du hast ja auch keinerlei Orientierungspunkte, wo du sagen kannst, okay, da geht's vielleicht irgendwie lang. So. Und ist ja hier wirklich komplett Willkür. Wir sind jetzt am Start und wir müssen jetzt nach Home. Das heißt, wieder zum Tor. Das Tor war in die Richtung. Da ist es. Ich bin übrigens so froh, dass ich keine Monster höre. Das beruhigt mich gerade so sehr. So, und jetzt runter, rechts, links und dann zwar einfach immer geradeaus. Da vorne ist die Maschine. Jetzt nach rechts. Dann nach links, jetzt immer geradeaus. Wir müssen gleich die Kerzen kommen. Da sind die Kerzen. Und die müssen noch weiter und dann müssen wir nach Hause kommen. Wie auch immer das aussieht. Ob wir einfach teleportiert werden oder... wir sind doch wieder bei der Pump Station. Ach nee, nee. Okay, wir sind wieder bei der Mauer, die sich wiederholt. Oh. Das Spiel speichert, dann tun wir es auch mal. Oh. Jetzt sind wir wieder bei dem Gebiet mit den drei Frauen, ne? Ja. Ich gebe dem erstmal eine Chance. Also, dann gucken wir, ob wir auch noch welche Viecher respawned sind. Sorry, aber der dritte Schuss war es mir wert. Was ein Drecksviech, Alter. Aber er hat uns zumindest keinen Bleeding-Schaden gemacht, sondern einfach nur normalen Schaden. Trotzdem, Alter, ey. Was ein Drecksviech. Also hoffentlich gibt es davon nicht mehrere. Weil... Vor allen Dingen haben die sich nicht... Ich habe noch letztens, als der erste kam, der hat doch erstmal so Fußgeräusche gemacht.
Aber jetzt habe ich gar nichts Feuer gehört. Mussten wir jetzt da rein, oder? Nee, das war ja nur so ein Zwischenabzweig. Von da sind wir gekommen. Ursprünglich. Hä, nee, jetzt laufen wir ja wieder. Nee, wir müssen doch dahin zurück. Eben, hier sind wir doch so. Wir müssen. Nee, ja, eben. Das hier war der Abzweig. So wird ein Schuh draus. Genau, klar. Nee, ja, never mind. Genau, doch. Wir sind von hier gekommen. Da war die Tür zu. Und deswegen konnten wir nur in die Richtung gehen. Das heißt, das war der Abzweig, um da lang zu kommen. Von hier sind wir gekommen. Auf einmal macht das alles Sinn. Also nicht wirklich, aber ich tue einfach mal so. Die Frage ist nur, wo ging es jetzt hier lang? Ah! Diesmal habe ich Fußschritte gehört. Auch wenn ich nicht wirklich darauf reagiert habe. Das Schöne ist, die spawnen immer direkt vor einem. Man braucht also einfach nur abdrücken. Wieder. Okay. Wenn man es weiß und wenn die sich vorher mit diesen Fußschritten anmelden, dann kannst du wirklich einfach nur warten und wenn die kommen, halt einfach abdrücken. Aber ich finde es schon erschreckend, dass jetzt mehrere davon kommen, weil das war jetzt nämlich gerade in kürzester Zeit der dritte. Und das ist eine Änderung, die ich nicht willkommen heiße. Vor allen Dingen, weil du halt immer warten musst, bis die erstmal ankommen und dich dementsprechend auch schon angreifen können. Ich meine, die machen scheinbar nicht so viel Schaden. Die machen gar keinen Schaden. Weil wir gerade von zwei Kurse hintereinander angegriffen und wir haben 3 Punkte verloren. In Flensburg. Also, das ist ja... Ja gut, dann easy. Wir müssen halt nur die ganze Zeit hinhören, ob wir Schritte hören. War das wieder... Das war die Tür nach draußen, ne? Das heißt, jetzt kommen wir in den Bereich mit den 3 Frauen. Oh. Da muss ich euch sagen, ja. Wir sind wieder im Außenbereich mit den 3 Frauen. Wo sind sie? Okay, gibt's auch solche Viecher. Dafür ist aber die Frau nicht mehr. Okay, das heißt, in dem Moment, wo der Typ gespawnt ist, haben sie wahrscheinlich die 3 Frauen verrecken lassen. Oder sie lungern hier noch irgendwo rum. Nein! Lol, wenn man die ganze Zeit langsam rückwärts läuft, dann macht er gar keinen Schaden. Gott, sieht der hässlich aus. Ekelerregend. Kommt jetzt hier bei jedem Abschnitt einer? Das schluckt ganz schön Schrotmunition. Wir brauchen immer ein Stück 2. Auf der anderen Seite, hier ist bereits der Ausgang. Ach ja, stimmt, hier kommt noch die erste Waldpassage. Gott, so viel Wald, ey. Ich meine, auf der einen Seite, ja, ich genieße es,
So, der Wald ist unglaublich gut gemacht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ja. Creepy as fuckboy. Ach ja, jetzt wieder dieser grüne Bereich. Radioactivity. Und, Safe Point. Hier war genau die Position, hier geht das genau die Stelle, wo der erste kam. Das heißt, wir kamen von da. Hä, wie ist das hier zu? Warum ist hier zu? Aber wir kamen doch von da, oder? Wir sind doch hier lang gelaufen. Da war das Gitter, genau. Dann sind wir... Genau, hier waren die kleinen Wege. Wir sind aber hier lang, wurden dann hier direkt von dem Fisch überwacht. Überrascht. Und hier ist der große offene Bereich. Da ist das Wasser, genau. Ich bin verwirrt. Oh, das Wasser ist weg. Ah, ja gut, die Pumpen sind sehr effektiv. Es ist sofort alles an Wasser auf der gesamten Erdoberfläche komplett weg. Es ist einfach komplett weggetrocknet. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich hier durch die Tür, ne? Da ist eine Tür. Noch ein. Ach, hier sind wir. Da ist wie auch wieder so eine böse Tür. Die uns so scheiße verjagt hat. Oh. Okay, von denen sind wir mehrere gespawnt. Also immer schön die Waffe nachgeladen haben. Gott, ob ich mich schon noch an den Weg erinnere? Hier lang? Ja, da ist die Tür, genau. Ach, hier ist wieder der Bereich. Gut, warum nicht jetzt mit? Ach, hier ist eine richtig gute Tür. Okay, aber jetzt hier sind wir nicht nachgespawnt, kann es sein? Gut, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht sagen dürfen, ne? Da haben wir direkt gejinxt. Aber hier ist jetzt echt ruhig. Achso, da. So, hier der Raum? Ja, hier war der Raum. Das heißt, wir müssen nach hier. Alles so ruhig, Alter. Und vor allen Dingen, weil wir gerade, na gut, für euch vor ein paar Folgen, ist ja schon eine Weile her. Für mich sind es gerade mal halt ein Tag her. Zwei Tage vielleicht. Aber mir kommt halt alles so vertraut vor gerade. Und trotzdem ist es aber so ruhig. Ich sollte jetzt einfach mal meine Klappe halten. Gut, hier kommt gleich wieder dieser Rauschmoment. Oder auch nicht. Okay. Warum sind hier keine Monster respawned?
Okay, jetzt wieder Gewitter draußen. Okay, zu wissen, dadurch, dass ja noch alle Leichen da sind, ist auch auf jeden Fall unser Stuff noch da. Das ist schon mal sehr beruhigend. Und dann geht's ab in die Katakomben. Unser ganzer Stuff ist da. Das Problem ist nur, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen uns hier eigentlich wahrscheinlich durchs Wasser fahren. Ja, jetzt ist hier alles trocken, genau. Oh Mann, ey. Ja, aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge, nachdem wir unseren Stuff aufgesammelt haben. So, von daher, bis dann.